Wählt NPD! Wie wird mit. Nö. Hallo Dudes und Dudins! Fuck yeah! Linus! Und so muss das. Was ich meine? In Bayern hat die NPD mal wieder versucht, in den Landtag vorzustoßen und dabei so richtig krass verkackt. Haha! 2000 Stimmenunterschriften wären notwendig gewesen, um für den Landtag zu kandidieren. Und nicht mal das haben sie geschafft, obwohl sie gelernt haben, das Neuland für sich zu nutzen. Und immer mehr versuchen, übers Internet, Facebook, Twitter und so weiter Nachwuchs zu ködern. Yay, rechts go Social Media. In Zukunft dann Adi Will und Fascho Crush. Facebook-Spiele sind ja voll fetzig und so. Tja, damit kratzt die NPD jetzt ganz offiziell nur noch mit den letzten Atemzügen an der 1%-Grenze. Und wenn sie nicht mal mehr die schaffen, dann verlieren sie endlich ihre komplette staatliche Unterstützung als Partei. Aktuell streichen die Vögel ja aus irgendwelchen hier völlig unerfindlichen Gründen immer noch knapp 62.000 Euro im Jahr ein. Vom Staat. Was soll das sein? Wie soll man das nennen? Nazi-Finanzierungs-Vergangenheitsbewältigungs- Bullshit. Obwohl die NPD nun also in sozialen Netzwerken auf dummen Fang geht und man sich nicht mehr rechts oder nationalsozialistisch oder dummer Drecksfascho nennt, sondern deutsch-identitär und irgendwie so, hat's nicht ausgereicht, seine Horden hohler Orks zu mobilisieren für fucking 2000 Unterschriften. Tja, das kommt dabei raus, wenn man auf die Unterstützung von Leuten angewiesen ist, die noch viel, viel dümmer sind als die Parteiführer. Parteiführer selber. Auf jeden Fall, was meint ihr dazu? Oberbayern winning? Kannst du nicht fassen, dass ich das als Berliner gesagt habe. Eure Meinung in die Comments. Kommen wir mal zu was ganz anderem. Hier bei mir quasi um die Ecke steht neuerdings Barbies Dreamhouse. Warum? Bei der Eröffnung dieses Dings kam es zu Protesten und handfesten Auseinandersetzungen und zwar so, wie es Feministinnen am liebsten tun. Nackig. Das ist ja also der beste Weg, um sich als Frau dagegen zu wehren, als Sexobjekt betrachtet zu werden. Frauenlogik! Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten gegenüber den Protestierendinnen. Ja, nee, ist klar. Ganz ehrlich, ich find's absolut okay und auch wichtig, gegen falsche Schönheitsideale anzugehen und auch sich gegen Frauenunterdrückung in verschiedensten Teilen dieser Welt zu wehren. Aber Barbies am Kreuz verbrennen und dabei nackig Krawall machen, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Form von Kunst. Ganz ehrlich, was meint ihr? Vor allen Dingen an euch Dudins. Ist diese Art von Protest absolut super und gerechtfertigt, weil sie eben den Fokus der Öffentlichkeit auf ganz bestimmte Themen lenkt? Wenn ihr das so seht, dann haut mir mal ein Burn it, Baby, in die Kommentare. Wenn ihr allerdings denkt, ne, so irgendwie nicht, was solltet mit dem ständig Ausziehen und dem Verbrennen am Kreuz, dann schreibt mir mal ein Let it be in die Comments. Ich freue mich auf eine geile Diskussion und darauf zu sehen, was ihr für sinnvoll und wirkungsvoll haltet. Wir haben am Anfang des Videos schon mal über Vollidioten gesprochen und darauf kommen wir nochmal zurück. Yay, wir bilden einen Themenkreis und danach tanzen wir alle unseren Namen. Nein. In Bremen allerdings sind 8 Polizisten auf einen 28-jährigen Familienvater losgegangen, der versucht hat, in einen Streit zwischen Polizei und einem Kumpel einzugreifen. Die Polizisten prügelten mit ihren Schlagstöcken auf den am Boden liegenden ein und mehrere Dutzende Augenzeugen konnten danach bestätigen, dass sich das dabei nicht unbedingt um Notwehr gehandelt hat. Oh Gott, was tun Sie da? Deeskalation! Ich glaube, das geht so gar nicht! Ich glaube, er hat recht, so geht das. Was? Oh. Ja, genau, so kann man sich das bestimmt vorstellen. Master of Verbildlichung, ja. Was ist denn das mit der Polizeigewalt neuerdings in Deutschland? Haben wir da so eine Art Amerikanisierungsproblematik oder was? Was soll dieser Dialekt? Gehirn, stop. Wenn 8 Polizisten auf einen Mann einschlagen, der nicht vorhatte, sie anzugreifen, der sich nicht wehren kann, dann stimmt da irgendwas mit den Typen nicht. Und ich für meinen Teil bin richtig froh, dass gegen diese Kombo dank der tatkräftigen Unterstützung von etlichen Augenzeugen und Videokameraaufnahmen. Tja, an der Stelle hat sich das mit dem Nein, wir waren's nicht. Oder der hat angefangen. Recht schnell erledigt. Ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und die sich jetzt vor Gericht verantworten dürfen. Ach, was ich auch alles schon mit Polizisten erlebt habe, ist zum größten Teil echt nicht feierlich. Natürlich darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Auf keinsten. Aber die schwarzen Schafe häufen sich irgendwie in der letzten Zeit. Was habt ihr so für Stories auf Lager? Auch schon mal so richtig Stress gehabt mit der Polizia, die sich einfach nur irgendwie profilieren wollte? Oder seid ihr damit bisher gar nicht in Verbindung gekommen? Eure Stories, eure Erfahrungen einfach mal in die Comments da auf Höhe meiner... So, Freunde und Freundinnen, das war's für diesen Donnerstag. Ich wünsche euch jetzt schon ein traumhaftes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch.
Danke, Hulk, der das gesagt hat, was ich gedacht habe, was ich aber auf gar keinen Fall sagen würde. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich freue mich auf euch. Danke für euren Support und alles so. Bis dahin, Achtung, Community Overload. Cheers, macht's gut. To the Hutgas, Community High Five und tschüss. Krass. Ah, Ellenbogen.